Servus bei Farmsimulator.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht's um die LKDR Iowa. So, schön dich wieder zu sehen hier. Also, das ist die Version 2.0. Ich weiß nicht, was sie alles verändert haben. Ist meine erste Vorstellung dahingehend. Okay, man hat im Prinzip schon drei Felder. Es ist alles ein Feld. Okay, ist im Prinzip nicht schlecht. Die Baumgartners, ist entweder die Höfe oder ich glaube hier die Höfe. Ja, die Preise für alles. Ja. Punktegröße geht's ja. Kann man so lassen. Und was haben wir denn schon? Kuhweide, zwei Kuhweiden, Schweinegehege, Hofsilo, Silageherstellung. Okay, dann kann man auch alles schön verkaufen. Passt. Außer Wolle und Eier. Komisch. Aber gut, es sind ja noch ein paar Mods dabei. Die habe ich nicht drin, kann sein, dass das anders ist. Ja, das schauen wir uns noch an. Tiere haben wir noch keine. Ah, das ist super, dass Aufträge dabei sind. So, Fahrzeuge. Ja, das ist John Deere. 6155. Ja, Hoftraktor quasi. Mitwäsche. Ja, größere John Deere. Und was ich so sehe, ist im Prinzip. Im Prinzip schon alles so hergerichtet, dass man ja Vollgas starten kann. Ja, das ist super. Ist das das? Achso, das ist das Heidler. Ah, das ist Laschherstellung ist das. Ah, ist auch was Neues. Nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das finde ich cool. Alte Fahrzeuge, die versteckt sind, die aus nicht mehr gebraucht werden. Schaut aber wirklich gut aus. Finde ich wirklich gut. Ja, da haben wir einen Anhänger. Alte Förderschnecken, alte Überladewagen. Also man hat sich was dabei gedacht. Fällt was in die XML-Datei. Okay. Ich glaube, da kann man noch in wechseln, solange es funktioniert. So. Schaut nicht schlecht aus. Also von unten schaut es immer nicht schlecht aus. Und schauen wir mal von oben. Jo. Ja, den Hof sieht man beim Titelbild. Ja, nicht schlecht. An und für sich. Ja, also. Ich gebe noch kein Fazit über die Map ab. So, nicht so schnell, sagen wir so. Aber die BGA sehe ich keine. Filmwäsche-Service. Schweine. Schauen wir zu Schweine her. Also für Wald ist auch gesorgt. Es ist gemischter Wald. Nicht viele Nadelbäume. Also das ist rein nur mit der Hand quasi zum wegschneiden, aber ja, soll einen jetzt nicht stören. Ich finde, das ist auch gut gemacht. Das ist quasi wie das
auch irgendwas weggespült hätte. Aber gut, das kann man ja noch pflügen. Ich glaube, das sollte ein bisschen anders sein, dass sie erhöhen sein sollte. Aber gut. Größe her, glaube ich, ist eine Vielfach mit. Machen wir das nächste. Was bin ich hier? Ja, Schatz, das ist wie überall Höfe angeordnet. Das heißt, Cliff ist 1, 2, Homeplace 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Höfe. 8 Höfe vorbereitet. Ja, wieso nicht? Ich würde mal sagen, das zahlt sich aus. Und Cliffis hat man schon 3 Felder, Wiesen und alles drum und dran. Ein Multiplayer, man kann sich zwar nur das eine kaufen, dann ist man fast schon pleite, aber es geht. Ja, da kommt noch einer zu, nein. East Farm. Ja, man kann sich eine kaufen und dann kann man ja eigentlich schon schön anfangen. Finde ich eine gute Idee. Und somit kommen wir mal zum Resümee. Also, Vielfach-Map, schätze ich mal, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Rein auf Multiplayer ausgelegt. Für Forstliebhaber ist ja auch was dabei, aber nicht für große Maschinen, sondern eher für Motorsäge. Also davon ist was anderes, glaube ich nicht. Und natürlich Vielfach mit große Fahrzeuge spricht für sich. Und das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir bitte ein Like da und abonnieren vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.